So, Xio hier und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 15. Im letzten Part haben wir einmal das Nebelauge gebastelt, also diesen Behemoth, und können jetzt auf den Kokobus reiten. Und wir sind schon auf dem Weg zur nächsten Mission. Hier liegt noch ein Item, eine verrostete Münze. Und da sind im letzten Part noch ein paar neue Monster gewesen, die wir noch nicht gesehen haben. Aber jetzt sind sie nicht mehr da, weil ich habe das Spiel nach der letzten Aufnahme ausgeschalten. Anscheinend ist das jetzt neu geladen worden. Naja, sind das da vorne neue Gegner? Nee. Ich glaube, die kennen wir schon. Dann, wie war das nochmal? Genau, hier. Kokobu rufen. Kokobu. Sause? Nee, können wir nicht machen. Keine Ahnung, was das sein soll. Ah, da ist er. Rennt er einfach gleich mal Gladio um. Sehr schön. Also, nein, finde ich nicht schön. Ne, armer Gladio. Gut, wo müssen wir denn eigentlich hin? Ach, diese Musik ist so herrlich. Ich finde es toll. Wir müssen auf jeden Fall in diese Richtung. Das sieht aber so aus, als würde sich diese Wand über die ganze Strecke hier... Müssen wir wahrscheinlich dort vorne hin. Also es sieht nicht so aus, als kämen wir hier irgendwo vorbei. Deswegen gehen wir einfach mal in die Richtung und schauen mal, was wir in der Richtung so finden. Und treiben den Kokobo mal ein bisschen an. Aber das Ding ist auf jeden Fall sehr schnell. Also kann auf jeden Fall so halbwegs mit der Regalie mithalten und... Wir kommen eben dorthin, wo wir sonst nicht hinkommen würden. Also ist das doch ganz schön. Sind die Gegner jetzt weg? Kommt einem auf jeden Fall so vor. Prompto will sich hier wohl ein Rennen mit uns liefern. Da sind die Monster und... Die wirken nicht ungefährlich. So, einfach mal mit der Königswaffe direkt drauf. Ja. Okay, und Ignis, einmal bitte markieren. Und schauen wir doch mal, wie sie auf Dolche so reagieren. Aber anscheinend ganz normal. Und nochmal drauf. Dann probieren wir es mal mit dem Großschwert. Oh, Maschinerien scheinen auf jeden Fall schon mal ganz guten Schaden zu machen. So wirkt es auf jeden Fall. Oh, und anscheinend stecken sie Großschwerter echt gut weg. Lanzen, das sieht auch gut aus. Und da haben wir auch schon den ersten. Da will einer abhauen, den schnappen wir uns gleich mal. Oh ja, das hat guten Schaden gemacht. Gehen wir mal auf den Punktwarp hier. Und Prompto, mal draufhauen. Beziehungsweise drauf schießen. Oh, ein Stufenaufstieg war auch mit dabei. Zack. Und Nord, zack, sehr schön. Habe ich irgendwo Feuer eingesetzt, weil es gerade auflädt? Schilde, Maschinerien und Eis sind stark gegen die Gegner. Und einer noch. So, alle mal bitte draufhauen. Und Noctis morpht hier gut in der Luft rum. Ja, sehr schön. Und nochmal ein bisschen. Und das war der letzte. Sehr schön. Oh my. That's it. What's up, Iggy? Oh, hat ein neues Rezept. Can't wait to try it. Pionierspieß, okay. Ist das da vorne mein Kokobo? Oder könnte es sogar ein wilder Kokobo sein? Nee, denke ich aber nicht. Nö, scheint meiner zu sein. Er hat auch Geschirr und so weiter drauf. Na dann. Aufsetzen. Wie weit ist es denn eigentlich noch? Ich glaube, wir können gleich links abbiegen. Na dann, auf geht's. Oh, und es wird langsam dunkel. Wow. Das ist ein großes Monster. Und es ist auf jeden Fall nicht freundlich. Also gehen wir mal lieber weg. Steht das Ding? Oh, es steht auf. Oh, ich denke mal, es verfolgt uns nicht. Und wie komme ich denn da jetzt bitte hoch? Ich sehe halt fast überhaupt nichts hier. Komme ich hier überhaupt irgendwo? Also kommen wir diesen Meteoriten näher. Das heißt, wir müssen in diese Richtung. Oder? Ich glaube aber, wir sollten mal versuchen, auf die Straße zu gehen.
Vorausgesetzt, wir kommen da drauf, wenn wir über diese ganzen Erdplatten da drüber kommen. Ach, das ist die Straße, die hier runterführt. Hä, Moment mal, das kann doch gar nicht sein. Ne, diese hier, okay, von der sind wir gekommen, auf die Straße müssten wir theoretisch drauf. Und ich glaube, wir müssten noch bis ganz nach da vorne gehen. Weil ich habe jetzt keine Lust, da bis nach unten zu latschen und dann festzustellen, ups. Ja, ich muss ja doch irgendwie noch auf die eine andere Platte. Wir könnten... Nee, das wird nichts. Sleepy. Mal ein bisschen scouten, aber das sieht... Ach doch, da kommen wir drüber. Okay, dann latschen wir einfach mal in die Richtung. Aber diese... Hier ist die Umgebung auch sehr schön. Also, dass das hier ein Einschlagsgebiet von den Meteoriten ist, das kauft man der Umgebung auf jeden Fall ab. Also hier diese ganzen Platten, die sich nach oben hin verschieben, das sieht auf jeden Fall sehr schön aus. So. Dann mal ein bisschen über die Straße hier galoppieren und dann sind wir auch schon gleich da. Wir müssen mal aufpassen, weil ich glaube, so um etwa 22 Uhr kommen die sicher nämlich raus oder Dämonen, wie auch immer. Ja, wir sind schon ganz nah dran. Die Frage ist hier auch irgendwo mal ein Refugium, weil das würde ich dann doch ganz gerne nutzen. Guys, check that out. The Empire. What are they doing here? Playing King of the Castle. And the game begins. Oh. Okay. An dieser Stelle frage ich mich, was... Wow. Wow. An dieser Stelle frage ich mich, was war nochmal unsere Aufgabe? Pilgerfahrt war das doch. Wo ist das denn? Nee. Da müssen wir hin. Warte, wo ist denn die Mission? Nein. Hä? Bitte was? Wo ist denn jetzt die Mission, die wir hier erfüllen müssen? Also hier sind wir gerade. Hier kommen wir nicht durch. Wahrscheinlich haben wir gar keine jetzt neue Aufgabe bekommen oder so. Okay, jetzt ist die Frage, was mache ich? Ich würde hier auf jeden Fall gerne Magie reinhauen, weil da stehen gerade ein paar tausend Gegner gefühlt um uns herum. Und ich rüste auch schon mal... hier Masamune aus. Und dann mal ein bisschen weg. Okay, das muss sein. Ich muss hier jetzt unbedingt die Magie reinhauen, weil die stehen alle viel zu nah zu... Ach, die haben das jetzt schon abgebrochen, dass ich es nicht machen kann. Sehr schön. Müssen uns ein bisschen... Und, ja, Prompto ist schon erledigt. Okay, das ist gerade echt gefährlich, weil die ballern hier alle ohne Ende. Wo ist Gladio? Gladio? Okay, Ignis hat das schon übernommen. Und jetzt mal der Sturm drauf, aber die treffen uns die ganze Zeit, während wir diese Attacken machen. Das funktioniert also nicht. Und natürlich hat das Teil auch Level 3, 23. Und einmal parieren. Wow! Ignis hat Probleme, das sehe ich gar nicht gerne. Warum ist noch das Schwert ausgerüstet gewesen? Okay, das sieht gerade gar nicht gut aus. Wir müssen mal irgendwas für die Gruppe einsetzen. Finale Elixier. Ich glaube, das wäre ein bisschen übertrieben. Okay. Also einmal den Megatrank hier raus. Hier sind einfach viel zu viele Scharfschützen, aber theoretisch wären die gar kein großes Problem, weil die eigentlich ziemlich schwach sind. Okay, da ist noch einer weg.
Und ich belebe jetzt mal Prompto wieder. Also Prompto, du hast zurzeit wirklich hart Probleme. Weil du verreckst uns eigentlich ein bisschen zu schnell weg. Und parieren. Würde dir so passen. Wo ist Ignis? Okay, und nochmal. Konter. Drauf, sehr schön. Verdammt nochmal. Ich morph hier einfach, nicht morph mich, ich warp mich hier ein bisschen rum, weil bei so vielen Soldaten ist, ich glaube, Bewegung echt das Allerwichtigste. Oh ja, Überraschungskombo, sehr schön. So. Ich glaube, das waren jetzt alle Soldaten. Dann wollen wir doch mal sehen, dass wir jetzt noch mit diesem Mackie fertig werden. Das greifen wir da mal am besten an. Okay, probieren wir es mal so. Versuchen ihn einfach mal zum Fallen zu bringen. Was machen wir denn da am besten? Gerade hier mit dem Sturm drauf. Das war ja eher mäßiger Schaden. Und dann noch mit dem Durchschuss hinterher. Vielleicht bringt das ein bisschen mehr. Oh ja, ist niedergeworfen. Ah, das waren 1800 Schaden. Das war auf jeden Fall sehr gut. Ja, und Gladio steht gerade echt gut. Ich glaube, da können wir recht viel machen. Mit dem Sturm. Den kriegen wir schon noch klein. Okay. Jetzt muss ich mal kurz nachschauen. Okay, das ist vielleicht jetzt irgendwie ein bisschen komisch, aber ich habe da gerade eine Idee. Wir holen Gladio hier jetzt mal den Dämmerbrecher. Das ist nämlich ein neues Kommando, das funktioniert ziemlich gut bei einzelnen Gegnern. Wir rüsten ihn das mal aus. Also das funktioniert im Prinzip eigentlich wie der Sturm, nur dass es keine Flächenattacke ist und wesentlich mehr Schaden macht. Allerdings braucht es eben auch zwei Kommandoabschnitte. Und ein Überraschungsangriff. Okay, jetzt muss ich mal wieder mich ein bisschen zurückhalten mit der Königswaffe. So, hier ein bisschen ausweichen. Und jetzt probieren wir das mal. Hoffentlich trifft er. Ah. Das war jetzt auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Okay, er packt die Raketen aus. Haben wir irgendwo einen Punktwarp? Stimmt. Achso, das ist ein Kokobo. Ich habe schon gedacht, hä, da steht jemand in der Rube. Da. Kann ich da vielleicht auch... Ja, ich kann da in Deckung gehen. Kämpft dort vorne mal, Jungs. Das macht ihr super. Aber Gladio, pfeift dir mal einen Heiltrank rein. Ich heile mich hier hinten mal ein bisschen. Oh. Er schießt mit Raketen hier. Also Zielanvisierung. Okay, ich kann diesen Raketenwerfer dort anvisieren. Den machen wir jetzt mal weg. So. Dann war es das mit den Raketen. Und jetzt einfach mal draufhauen. Ja, sehr schön. Okay, und cool guys, don't look at explosions. Ja, nachts ist das Reisen gefährlich. Ich weiß Bescheid. Gladio, okay, das gibt's. Wir schauen uns noch ein bisschen um. Got some stuff I want to do first. Serious? Well, I suppose Iris is already safe in town. All right then. You do what you gotta. Ja, es tut mir zwar irgendwie doch ein bisschen leid, Gladio, aber ich würde mich echt gern noch ein bisschen weiter umschauen. Jetzt ist die
Frage, wir haben hier leider keine Ortsinfos. Also wir haben auch keine Ahnung, ob es hier irgendwo ein Refugium gibt, weil sonst würde ich das sofort ansteuern. Einfach weil es ist jetzt schon nachts und es... Ich wette mit euch, wenn wir hier jetzt entlang laufen, kommen die sicher. Garantiert. Aber diese Mission haben wir jetzt abgeschlossen? Wirkt auf jeden Fall so. War hier auch nichts mehr drin, ja genau. Aber wir sind jetzt schon hier in der Nähe, deswegen steuern wir das jetzt einfach mal an. Dann bekommt Dave seine Dog-Tags und alle sind zufrieden. Übrigens, ich weiß nicht, ob wir mal Zeuge dieses Bugs werden, aber es gibt da so einen schönen Glitch oder Bug oder wie auch immer. Ich glaube, das passiert nur bei Ignis, da, naja, reitet er zwar, aber er reitet quasi auf nichts. Also, der Kokobo ist einfach weggeglitscht und es sieht so aus, als würde Ignis eben durch die Luft gleiten. Und das sieht sehr, sehr cool aus. Ich habe da ein paar GIFs auf Tumblr gesehen. Das habe ich nicht gesagt, da hinten kommen sie schon. Aber wir sind, glaube ich, doch schnell genug, da kommen wir auf jeden Fall davon. Aber wir bleiben mal ein bisschen neben der Straße und hoffen einfach mal, dass wir durch mit Zufall vielleicht an einem Refugium vorbeikommen. Das wäre dann doch ganz praktisch. Driften, das geht? Oh, cool. Das ist das Wichtigste, was man auf einem Kokobo haben kann. Ganz ruhig, Prompto, wir machen schon noch eine Pause. Und da kommt er gleich wieder. Aber ich glaube, wir nähern uns langsam auch einem Level, wo wir eventuell sogar eine Chance hätten gegen die Sieche. Sicher, ich leide das gerade nur so ein bisschen raus. Aber ich glaube, ich nenne sie einfach Demons in Zukunft, weil ich finde es irgendwie, keine Ahnung, finde ich schöner. Wir müssten einfach nur mal ein bisschen Ausschau halten, ob irgendwo ein bisschen Rauch aufsteigt, weil daran erkennt man auch ein Refugium. Da vorne steigt... Oh ja, das ist ein Refugium, das ist ein Refugium, das steuern wir gleich mal an. Oh, hier liegt noch Stuff rum. Oh, der Kokobo ist aufgestiegen. Die Ausdauer und Tempo deines Kokobos ist gestiegen. Sehr schön. Aufheben. Nein, bitte noch aufheben, aufheben, ja. Level 30, nein. Ja, schau weg, dass du wegkommst. Weg da! Okay, gut. Hier haben wir auf jeden Fall unsere Ruhe von den Viechern. So. Maximum erreicht. Nehmen wir auch noch da vorne die Eisenergie mit. Was war das gerade? Ach ne, war das jetzt bloß der Sicher? Nee. Das klang gerade noch anders. Ah, wahrscheinlich war es doch bloß das Teil. Also ich hatte gerade so das Gefühl, das klingt nach irgendeinem Hund, der bellt oder so. Aber okay. Shall we camp here? Ja, bitte. Zelten. Genau. Wie viele Erfahrungspunkte haben wir jetzt eigentlich? Das ist eine gute Frage. Aber das sehen wir jetzt wahrscheinlich gleich. Aber erstmal wird gekocht. Ja, ein Tag ist vergangen. Waren da doch eine Zeit lang unterwegs, also, Dürfte durchaus ein bisschen was zusammengekommen sein. Das ist das neue Gericht, was er da gefunden hat. Pionierspieß. Anscheinend mag Gladio allgemein Sachen am Spieß. Und das gibt wahnsinnig viel LP und kritischer Trefferboost. Ach, warum nicht? Der Klassiker unter den Kokobo-Leckereien. Nah und schmackhaft, wenn man ein Kokobo isst. Ach so, wir können unseren Kokobo auch noch füttern. Na gut, macht Sinn. Dann tun wir das auf jeden Fall. Tun wir unseren Kokobo was Gutes. Das begrüße ich doch. Alles für die Tiere. Der Pionierspieß, sehr schön. Und hatte Prompto schon die Fähigkeit mit den Selfies? Ich denke schon, oh, schaut euch das an, da futtern sie. Ach, das gefällt mir, das finde ich schön. Oh, 5000 Erfahrungspunkte, ordentlich. Natürlich reicht es bei den anderen nicht. Schade, schade, Schokolade. Und Ignis ist jetzt auf Stufe 3 und...
Ne, Gladius noch auf Stufe 4, findet jetzt gelegentlich noch Äther und gedünsteter Fisch in Ölsoße. Hm. You two are the picture of friendship. Oh ja, das nehmen wir. Das auch. Hey, this one's pretty good. I know. Oh, das nehmen wir noch. I dig it too. Das finde ich sehr schick irgendwie. So, als würde Noctis nur den vor sich sehen und hinter ihm alle auf einmal legen schon die Waffe an. Ja, das nehmen wir auch. Gefällt mir. Ach, das gefällt mir auch. Nachdem sie ein paar Leute abgeschlachtet haben, oder? Na gut, das sind ja Magitech-Einheiten, also. Das sind ja nur Roboter. So, ein neuer Tag, ein neues Spiel. Okay, wir müssen da dann runter. Da ist noch eine Sammelstelle. Und da, ach, da ist noch die Blitzelementarquelle. Dann würde ich mal sagen, wir machen diese Nebenquest dann im nächsten Part. Das war's mit Final Fantasy XV für heute. Bis dahin. Ciao.